tra di noi, almeno così. Poi mi stessi benissimo. Grazie, io invece sono molto dispiaciuta di non essere lì. Però purtroppo la vita dei sindaci è molto complicata, soprattutto in questo momento, soprattutto in un'isola così lontana e con tanti problemi. Perciò sono davvero dispiaciuta e spero che un giorno potremmo vederci comunque, o qui o lì da voi. Also es tut mir sehr leid, heute nicht bei Ihnen sein zu können, doch das Leben eines Bürgermeisters bzw. einer Bürgermeisterin ist sehr kompliziert, vor allem in Situationen und Momenten wie diesen, auf einer Insel, die zum einen klein ist, aber auch sehr weit weg. Und vielleicht, und ich hoffe zumindest, dass wir einmal die Möglichkeit haben, uns persönlich kennenzulernen, entweder hier bei uns in Lampedusa oder bei Ihnen in Stuttgart. E può spiegarci un po' la situazione come in questo momento su Lampedusa? Die Situation in Lampedusa? In questo momento tranquilla perché andiamo verso l'inverno e le condizioni del mare non sono sempre buone, quindi gli sbarchi sono molto limitati in questo momento. Also im Moment ist die Situation recht ruhig. Wir gehen auf den Winter zu. Das Meer ist nicht gerade einladend, sodass es sehr viel weniger Überfahrten gibt. Però non nascondo che siamo molto preoccupati perché la fine di Mare Nostrum potrà aprire scenari non prevedibili. Non sappiamo quello che succederà. L'operazione Triton è una cosa completamente diversa da Mare Nostrum, quindi appena il tempo migliorerà con la primavera le cose potrebbero cambiare. Ich möchte jedoch auch nicht leugnen, dass wir auch sehr besorgt sind, denn die Operation Mare Nostrum ist nun zu Ende. Die Operation Triton ist ganz anders ausgelegt als Mare Nostrum. Das heißt, wenn das Frühjahr wieder beginnt, könnten wir wirklich erhebliche Probleme bekommen. Se partiamo un attimino dalla visita di Papa Francesco dell'anno scorso, ci sono delle cose che sono migliorate in questi ultimi 12-13 mesi. Ma guardi, allora se parliamo delle modifiche normative, delle leggi, sapete bene che non è cambiato nulla, se parliamo... anche della riforma del sistema di accoglienza, sappiamo bene che non è cambiato nulla né in Italia né in Europa, però credo che tuttavia molto sia cambiato. Ja, also in legislativer Hinsicht, in gesetzlicher Hinsicht wissen wir alle, dass sich nichts geändert hat. Die Reform des Aufnahmesystems hat sich weder in Italien noch in Europa geändert. Allerdings hat sich in anderer Form schon etwas geändert. Allora, innanzitutto si è aperto, è stato tolto un velo di omertà, di indifferenza, di silenzio su quella che è la tragedia più grande del nostro tempo. Il Mediterraneo come cimitero. Also man hat insbesondere, es wurde insbesondere das Schweigen gebrochen über das Drama, das sich ereignet hat und darüber, dass mittlerweile das Mittelmeer ja ein ganzer Friedhof geworden ist. Credo che prima di Papa Francesco molte persone non sapevano neppure quanti morti ci fossero nel Mediterraneo ogni anno. E se non c'è consapevolezza nelle persone, nell'opinione pubblica, le politiche di chiusura delle frontiere non sarebbero apparse così ingiuste e disumane. Oggi è molto più possibile immaginare un cambiamento, perché quando le politiche di immigrazione e d'asilo sono così disumane da causare morti in mare, perché quelle vittime non sono vittime del mare, né sono vittime soltanto della criminalità organizzata, sono anche il risultato delle nostre politiche. A questo punto credo che
la coscienza delle persone porterà prima o poi a un cambiamento decisivo. Ja, ich glaube, dass bevor Papst Franziskus seine Rede gehalten hat, viele Menschen nicht wussten, wie viele Personen, wie viele Flüchtlinge im Mittelmeer bereits umgekommen sind. Wenn es kein Bewusstsein gibt bei den Personen innerhalb der Öffentlichkeit, dann kann es natürlich auch sein, dass die politischen Entscheidungen vollkommen inhuman getroffen werden. Wenn wir hier inhumane politische Entscheidungen haben, dann können diese natürlich oft die Ursache für mehr oder insgesamt für Tote im Meer sein. Das kann dann letztendlich dazu führen, dass mehr Menschen ums Leben kommen. Und ich glaube, dass je mehr Menschen ein Bewusstsein entwickeln für die Problematik und für die Situation, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich auch politisch etwas ändern kann. Nell'edizione di ieri nel mio giornale Stuttgarter Nachrichten abbiamo pubblicato una storia del mio collega Jürgen Bock riguardante due uomini africani, un nigeriano, un gambiano, che da circa 11 mesi vivono a Stoccarda e sono entrati in Europa via Lampedusa. Und über Lampedusa nach Europa e loro si sono lamentati molto della situazione facilitare un pochino konnten il fatto della gente che viene dall'Africa a Lampedusa. Für die Menschen, die aus Lampedusa, die aus Afrika kommen. Allora, a Lampedusa le cose non sono andate sempre, dipende molto dai governi, no? Per esempio gli anni dal 2009 al 2011, quando al governo c'era la Lega e il ministro dell'interno competente in materia di immigrazione era il leghista Maroni, sono stati gli anni più bui per l'Italia e anche per Lampedusa. In Lampedusa war nicht immer alles schlecht. Das war natürlich auch abhängig von den Regierungen. Zwischen 2009 und 2011 hatten wir eine Lega-Regierung, das heißt der Immigrationsminister war Maroni. Und da hatten wir natürlich sehr, sehr dunkle Zeiten in diesem Zeitraum. Vorrei ricordare che nel 2009 sono iniziati i respingimenti in mare e sono iniziati i rimpatri collettivi effettuati direttamente da Lampedusa, per cui le persone che sbarcavano qui venivano trattenute a lungo, molto tempo a Lampedusa e quindi aumentavano sempre e le condizioni dentro il centro di accoglienza erano veramente disumane. Ja, im Jahr 2009 begann man mit den Push-Up-Aktionen, das heißt, man versuchte Menschen, die vom Meer an die Küsten kamen, mit Polizeigewalt wieder zurückzudrängen. Flüchtlinge auf Lampedusa wurden auch abgeschoben, sie mussten aber lange, lange Zeit auf Lampedusa verharren, in Flüchtlingslager, die vollkommen überfüllt waren und in absolut inhumanen Zuständen waren. E per voi di Lampedusa la situazione le condizioni dell'isola, i bisogni di quest'isola sono così tanti, è stata un'isola troppo abbandonata, troppo dimenticata per troppo tempo, qui è tutto da ricostruire, da fare, le infrastrutture, i trasporti, la rete idrica, la rete fognaria, il distillatore per l'acqua, il depuratore, le scuole. Quindi il governo Letta ha assegnato uno stanziamento di 20 milioni di euro per Lampedusa. Non saranno sufficienti a risolvere tutti i problemi. Però siamo, almeno io sono molto fiduciosa che oggi, devo dire grazie a Papa Francesco e anche purtroppo grazie al naufragio del 3 ottobre che ha aperto ancora di più l'attenzione su Lampedusa, credo che noi non saremo più
l'isola dimenticata e sconosciuta di prima. Insomma, ci vorrà tempo per risolvere tutti i nostri problemi, però finalmente il mondo sa che esistiamo, finalmente ci siamo imposti. Fino al punto che si può dire... Al punto che si può dire che Lampedusa nel frattempo è sull'agenda politica dell'Italia sia dell'Europa? Sì, è entrata nell'agenda, nel suo insieme, come simbolo delle periferie del mondo, che sono tali non solo perché ricevono i migranti, no? Sono realtà marginali, dimenticate, dove i diritti delle persone che ci vivono sono negati. Quindi è centrata, credo, in questo modo e spero che possa essere sempre più chiaro a tutti che qui è dimostrabile come le politiche dell'immigrazione in questo momento attuate nel nostro continente sono ingiuste non soltanto per le persone che vorremmo lasciare fuori, ma sono ingiuste anche per le comunità che vivono lungo il confine, lungo la frontiera, le comunità come noi. Unsere Insel wurde einfach zu lange im Stich gelassen. Es gibt kaum Infrastrukturen, es gibt kein richtiges Wassersystem, es gibt kein richtiges Abwassersystem. Die Schulen sind nicht gut eingerichtet, da hapert es sehr. Die Regierung Leta hat jetzt auch 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das wird insgesamt nicht ausreichen, aber es ist ein Anfang. Und natürlich nach der Rede von Papst Franziskus und man muss auch schon fast sagen, dank dem Drama vom 3. Oktober 2013 ist Lampedusa mit all seinen Bedürfnissen mit die Not Lampedusas ins Rampenlicht gerückt. Ich glaube nicht oder ich hoffe, dass Lampedusa in Zukunft nicht weiter im Stich gelassen wird. Es wird sehr viel Zeit brauchen, bis man diese ganzen Probleme gelöst haben wird, doch ich bin insgesamt doch zuversichtlich, denn in der Welt gibt es mittlerweile ein Bewusstsein für die Problematik. Lampedusa ist mittlerweile ein Symbol geworden in der Welt und es geht hier in Lampedusa nicht nur um die Rechte der Immigranten, sondern auch um die Rechte der Einwohner von Lampedusa, die natürlich verletzt wurden durch die hohe Anzahl der Flüchtlinge, die anwesend sind. Ich hoffe, dass sich da was ändern wird und ich glaube auch, dass sich da was ändern wird. Denn die ungerechte Politik, die derzeit an den Tag gelegt wird, ist nicht nur eine Ungerechtigkeit, und das wiederhole ich nochmal, für die Flüchtlinge, sondern auch für die Städte, die an den Küstenstreifen Europas liegen. Und in die die Flüchtlinge dann als erstes einreisen. Quale impressione ha fatto a lei che lavora ogni giorno sia per i lampedusani sia per i profughi che il 4 novembre la Corte Europea per i diritti umani ha proibito alla Svizzera di demandare profughi in Italia dichiarando insopportabili la situazione di Elli in Italia. Chiaramente è una cosa triste e mortificante, ma nello stesso tempo è una sentenza che considero importante perché ratifica una realtà oggettiva e mette il dito nella piaga che è il regolamento di Dublino, che insieme alle modalità di richiesta d'asilo va assolutamente cambiato e riformato, è fonte di profonda ingiustizia e denuncia drammaticamente la situazione dell'accoglienza nel nostro paese, nell'Italia, che è sempre stata improntata alla logica emergenziale. È come se di fronte ci avessimo una calamità naturale, un terremoto, qualcosa che si verifichi
una volta soltanto e non si ripete mai più. Invece siamo davanti a un fenomeno della storia. Dobbiamo completamente modificare la logica con cui accogliamo le persone. Ja, das ist natürlich sehr traurig. Es geht hier um allerdings um ein Urteil, das auch sehr wichtig ist, da es sozusagen den Finger in die Wunde legt, nämlich das Abkommen von Dublin. Dieses Abkommen muss unbedingt reformiert werden. Es zeigt auch, wie schwierig und wie schlecht die Aufnahmesituation in Italien ist. Es wird agiert, als ob es sich um eine Katastrophe, Naturkatastrophe handeln würde, die nur einmal geschieht. Dabei haben wir mit Flüchtlingsströmen hier zu tun, die immer wieder kommen. Das heißt, global ändert sich einfach die Situation. Wir haben es nicht mit einer einmaligen Naturkatastrophe zu tun. Recentemente Bernd Lucke, il capo dell'abbastanza nuovo partito Allianza per la Germania, Allianz für Deutschland, ha detto: noi dobbiamo fare chiaro a tutti che una barca troppo caricata per sé non è già un biglietto d'entrata nell'Unione Europea. Che cosa risponderebbe a lui? Ein Verbot darstellt, in quelle barche non sono biglietti di entrata, sono mezzi di fuga, quelle persone fuggono, ecco perché sono troppo piene, ecco perché considerano, mettono nel conto l'ipotesi che possano morire. Non capisco questo tipo di visione di un problema che invece per noi qui a Lampedusa è molto molto chiaro. Sono persone che scappano, non persone che entrano illegalmente, scappano da guerra, fame, dittature, tragedie. Se vogliamo evitare che quei barconi arrivino così carichi, a volte sono carichi di morte piuttosto che di speranza, dobbiamo fare in modo che queste persone possano chiedere aiuto lungo i paesi di transito, direttamente nelle nostre ambasciate presenti in quei paesi, e farli venire in un modo più civile e umano. Also bei diesen überfüllten Schiffen handelt es sich um Schiffe, auf denen Flüchtlinge sind, die flüchten vor Elend, Hunger, Leid. Deswegen sind sie zu voll. Ich kann diese Ansicht von Bernd Lucke ehrlich gesagt nicht verstehen. Wir haben hier in Lampedusa schon verstanden, wie gesagt, dass diese Menschen fliehen und fliehen müssen vor Diktaturen, vor Hunger und vor Leid. Wenn wir nicht möchten, dass diese Kähne zu uns kommen, die überfüllt sind und auf denen manchmal mehr der Tod regiert als das Leben, denn auf diesen Kähnen sterben ja diese Menschen auch schon, dann müssen wir etwas tun, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Menschen sich an unsere Botschaften wenden können, dann müssen wir an den Küsten vieles verbessern. Ci può dire una parola sul lavoro delle forze di sicurezza, die Arbeit der Sicherheitskräfte sagen, die Sicherheitskräfte, italienischen Sicherheitskräfte und die Sicherheitskräfte von Frontex, sehen Sie diese Arbeit, die durchgeführt wird, positiv? C'è tanta differenza tra l'operazione Mare Nostrum, che si chiuderà il 31 dicembre, almeno queste sono gli annunci del governo italiano, e l'operazione Frontex. Sono due cose completamente diverse. Mare Nostrum, quindi le navi militari italiane stavano molto più a sud di Lampedusa, quindi erano in grado di salvare molte più persone. Frontex invece, Triton, che poi è un nome di un'operazione comunque dentro Frontex, è un'operazione di monitoraggio delle frontiere. Stanno soltanto a 30 miglia a sud da Lampedusa, e questo comporterà che molti naufragi non potranno essere evitati. La gente morirà di più adesso. Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Operation Mare Nostrum, die jetzt Ende des Jahres ausläuft, und Frontex. Die italienischen Schiffe
agierten auch südlich der Insel Lampedusa. Frontex und Triton, Triton wird von Frontex kontrolliert, sind dagegen Operationen, in denen ausschließlich die Grenzen kontrolliert werden. Deswegen wird es weniger Schiffe geben, die auch nahe der afrikanischen Küsten oder keine Schiffe geben, die nahe der afrikanischen Küsten operieren können. Es wird mehr Schiffsbrüche geben und somit auch mehr Tote. In questa sala siamo partiti con una parola, un video di Papa Francesco. Un video domanda, in che senso la sua visita recente per lei è stata un sostegno anche per il futuro? Oder der Besuch von Papst Franziskus, war das eine Hilfe, eine Unterstützung? Papa Lampedusa è una svolta nella storia proprio, è una svolta storica sia per la questione dei migranti, del diritto d'asilo, sia per il destino e il futuro di Lampedusa e di tutte le Lampedusa del mondo. È ovvio che io sono pure convinta di un'altra cosa, che persino l'effetto devastante delle immagini del naufragio del 3 ottobre, di quelle 366 bar, non sarebbe stata la stessa cosa senza Papa Francesco prima, lui che ha cambiato lo sguardo verso quei morti, perché veda, non è il numero dei morti che fa la differenza tra sopportare o non sopportare, tollerare o non tollerare una questione così grave, una strage così. Io, quando ho scritto il mio appello all'Europa nel novembre 2012, fu perché mi avevano consegnato 11 corpi, e per me quegli 11 morti erano tantissimi. Per me ogni morto è il sintomo di un naufragio, ed è il simbolo di una cosa orribile. Quindi sono convinta che senza quella visita neppure quei 366 corpi messi in fila avrebbero sconvolto il mondo. Quindi è stata un grande gesto quello di Papa Francesco, ha veramente rivoluzionato le coscienze, e se i governi e l'Europa si convincerà che non può essere considerato normale calmierare i flussi con i naufragi, tanto merito, tantissimo merito, la gran parte del merito sarà di Francesco. Ja, der Besuch von Papst Franziskus war eine historische Wende, sowohl für die Flüchtlinge als auch für das Schicksal der Einwohner von Lampedusa. Ich bin davon überzeugt, dass das Drama vom 3. Oktober mit Sicherheit nicht die gleiche Wirkung gehabt hätte, wenn Papst Franziskus nicht das Wort ergriffen hätte. Es sind nicht die Zahlen der Toten, die einen Eindruck hinterlassen. Und es geht auch nicht darum, wie viele Tote es sind, ob man jetzt sowas toleriert oder nicht. Ich habe meinen Appell an die Europäische Union im November 2012 gerichtet. Da hatten wir es mit 11 Toten insgesamt zu tun. Jeder einzelne Tote ist für mich ein Symbol für einen Schiffsbruch. Ohne den Besuch von Papst Franziskus hätte man sich mit Sicherheit nicht um diese 365 ums Leben gekommene Menschen irgendwie geschert, und es hätte sich ganz bestimmt nichts geändert. Wenn ein Umdenken stattfinden sollte bei den Regierungen und innerhalb Europas, dann ein Umdenken hinsichtlich der Schiffsbrüche, und wenn die Regierungen aufhören werden, diese Schiffsbrüche, diese ganzen Tragödien als normal zu bezeichnen und als normal anzusehen, dann geht hier der Dank, und davon bin ich überzeugt, an Papst Franziskus.
Se lei è d'accordo e lo permette, vorrei dare l'occasione al nostro pubblico di mettere due o tre questioni. Die Möglichkeit geben, hier einige Fragen zu stellen. Also Sie können jetzt Fragen stellen. Und ich wollte meinen Kindern, meinen Schülern zeigen, wie solidarisch ihre Einwohner sind. Aber ich habe überhaupt. Sie forse potrebbe. No, non ho sentito. Dovrebbe venire al microfono. Also wenn jemand Fragen stellen möchte, dann wäre es gut, wenn er hierher kommen würde, weil die Bürgermeisterin hört es sonst nicht. Sono professoressa, vorrei anche dirle che sono nata a Catania e la cosa mi sta tanto a cuore quando parlo della Sicilia nera. Volevo fargli vedere quanto sono accoglienti i lampedusani, volevo farle vedere delle foto delle case di accoglienza a Lampedusa, però quando ho fatto una ricerca in internet ho trovato purtroppo solo degli scandali. Che cosa è cambiato nelle case di Lampedusa gefunden? Was hat sich geändert? In questo momento intanto è cambiato che il numero dei posti per cui il centro è agibile è diminuito. È venuta una commissione europea di indagine a visitare il centro e ha detto no, qui non ci sono gli standard per 800 persone ma al massimo per 400 persone. In quest'ultimo anno non si sono più verificati episodi di sovraffollamento là dentro, però devo aggiungere che in quest'ultimo anno c'è stata l'operazione Mare Nostrum che ha consentito il trasporto delle persone direttamente con le navi militari in Sicilia e anche in altri porti d'Italia, anche a Taranto, eccetera. Perché comunque in un centro di 400 posti, ma anche quando erano 800, non sarebbe possibile ospitare dignitosamente migliaia e migliaia di persone. Quest'anno Mare Nostrum ne ha salvate 160.000, a volte in un weekend ne prendevano 5.000 soltanto in due giorni. Se fossero stati portati tutti a Lampedusa, non si sarebbe potuto garantire un'accoglienza umana. Quindi non è tanto quanto è grande il centro o quanto possiamo ingrandirlo, ma è innanzitutto fare in modo che i barconi non arrivino, che ne arrivino sempre di meno. Dobbiamo rendere possibile un altro modo di chiedere aiuto e di chiedere asilo in Europa. E poi bisogna fare in modo che ci siano trasferimenti veloci da Lampedusa poi verso i centri d'accoglienza d'Italia, perché è il sovraffollamento che determina le condizioni disumane. Ja, es hat sich einiges geändert. Wir haben in unserem Aufnahmelager mehr Plätze. Es kam eine europäische Untersuchungskommission, die sagte, also dieses Aufnahmelager hat keine Standards für 800 Personen, sondern nur für 400 Personen. Wir haben jetzt auch die Standards für 800 Personen, aber das ist eigentlich, muss man auch dazu sagen, auch der Verdienst ist von Mare Nostrum jetzt gewesen, und zwar deswegen, weil sie ja schnelle Boote haben und somit die Flüchtlinge nicht alle nach Lampedusa kamen, sondern auch an andere Orte gebracht werden konnten, in Sizilien zum Beispiel, oder zum Beispiel auch nach Taranto, nach Apulien. Somit war nicht alles auf Lampedusa konzentriert. Sie müssen wissen, wir haben in diesem Jahr durch Mare Nostrum
bereits 160.000 Menschen retten können. An einem Wochenende wurden 5.000 Flüchtlinge gerettet, das heißt 5.000 Menschen an zwei Tage. Wenn man da alle in Lampedusa gehabt hätte, dann wäre das viel zu viel gewesen. Das hängt also nicht immer nur von der Größe des Zentrums ab, sondern auch von der Anzahl der Personen, die kommen. Was wichtig ist, dass einfach weniger Kähne zu uns kommen, dass diese Kähne auch an andere Küstengebiete gehen oder dass die Flüchtlinge in Lampedusa ankommen und dann so schnell wie möglich auch wieder weitergeschickt werden in andere Aufnahmelagern an anderen Orten Italiens. Denn diese inhumane Situation entsteht ja nicht einfach nur, weil das Aufnahmelager so schlecht ist, sondern weil das Aufnahmelager meistens überfüllt ist. Das ist der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Ich glaube, wir sind hier am Ende. Danke Ihnen sehr. Dirla che sarà benvenutissima quando c'è l'occasione di venire a Stoccarda e salutarla e augurarla buona domenica e dico alla prossima. Grazie mille. Grazie, anch'io vi aspetto a Lampedusa. Ja, auch ich erwarte Sie alle in Lampedusa.